Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Oh yeah. Und wir sammeln hier gerade noch ein paar Objekte ein. Was kriegen wir? Engelsschwinge. Was ist eine Engelsschwinge? Ich glaube, damit können wir wiederbeleben. Heilung. Da, Heilungsmedizin, nein. Ausrüstung. Ich weiß nicht, was ist eine Engelsschwinge? Fähigkeit. Nee, Fähigkeit ist doof, ne? Gut, wir haben hier auch Fähigkeiten. Wir haben hier auch ein Zauberbuch mit der Magie, die wir aufteilen können. Das wird später noch sehr wichtig werden. Wir haben genug Platz. Also, wir haben genug Platz für Leute. Ich glaube, maximal 5 oder... Ich glaube, 5 können mitmachen. 2 vorne, 3 hinten. Das wird noch ganz groß. Gegenstand. Engelsschwinge. Schwanzfeder, die bewusstlose Vermündete wiederbelebt und TP leicht erneuert. Wenn sie bewusstlos sind, wieso wiederbeleben? Wir wissen es nicht. Na gut, wir gehen weiter. Hier ist noch irgendein Raum. Da würde ich gerne rüber gehen. Was ist denn das? Ach, hier haben wir das Ding gerade geholt, ne? Gut. Hier können wir übrigens anzoomen, aus welchen Gründen auch immer. Und gehen jetzt einmal kurz hier hin, um das hier einzusammeln. Mana-Kraut. Das wird wahrscheinlich Mana wieder neu regenerieren. Und dann leuchtet hier doch noch irgendwas, oder? Ah, aufheben. Namensschild? Was ist denn ein Namensschild? Ich meine, klar, logisch, was ein Namensschild ist. Oh, da kriege ich Schaden, wenn ich auf Lava laufe. Aber, was kann ich mit diesem Namensschild machen? Na, trainieren wir unseren Ring nochmal ordentlich. A gegen 2, kein Problem. Was wollt ihr, Magiker-Zombies? Komm her. Das muss ich noch besser hinkriegen. Ich muss das alles perfekt machen. Ja, komm. Mach doch, was du willst, du Hunde irgendwas. Ach, lange her, dass ich das gespielt habe. Das war übrigens schlecht. Und wir haben nur 95 den Standardschaden. Aber naja. Keine Gegenstände erlangt. Ein bisschen Gold. Dann gehen wir hier mal raus. Da auf der Karte sehen wir übrigens einen kleinen Strich. Wenn wir den durchlaufen, kommen wir in die nächste Zone. Hochland von Wohl, Rang der Steppe. Huch. Achso. Ich hab das Ding jetzt richtig bewegt. Und wir müssen die Augen aufhalten nach lootbaren Gegenständen. Alles könnte hilfreich sein in diesem Spiel. Irgendwie konnte ich auch laufen. Ah, okay. Das war auf X. Huch, hallo. Dankeschön. Heilungsmedizin, wir wollten uns das Namensschild reinziehen, ne? So, Gegenstand, Waffenringe, Namensschild, Wertsachen. Wurde im Hochland von Wohl verloren und gefunden. Ich glaube, dafür kriegen wir irgendwas Spezielles. Wir laufen mal zurück. Haben wir irgendwas übersehen? Wir konnten gerade einen Mülleimer durchlaufen und haben etwas bekommen. Ja, das sind natürlich Zufallsbegegnungen, die wir nicht abstellen können. Fast wie im Pokémon. Aber naja. Gut, machen wir die fertig. Kein Problem, trainieren wir nochmal den Ring. Das war gut. 101 Schaden. Ich hätte gerne den maximalen Bonus. Ja, das war gut. Ja. Kopiere einfach nur. Ach, wieder nur gut. Hm. Das muss besser laufen. Definitiv. Wieder 50 Gold. Wir erlangen auf jeden Fall ordentlich Gold. Das ist gut. Wir kriegen pro getötete Einheit 25 Gold. Ich glaube, weiter zurück kann ich eh nicht laufen. Wir laufen nach vorne. Einfach nur nach vorne laufen. So, können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Hier ist aber noch was. Mana-Kraut. Sehr schön. Mehr Gegenstände, umso weniger Geld müssen wir ausgeben. Da kommt die nächste Truppe. Wieder 2 Zombies. Kein Problem, die ziehen wir jetzt einmal kurz durch den Häcksler. Auch nur gut. Ich will mehr als gut sein. So. Okay. Umso länger ich gedrückt halte, umso schlechter wird es auch. Ich wollte es noch einmal getestet haben. So, nochmal 50 Gold. Da können wir gleich ordentlich was einkaufen von. Dann schauen wir uns mal die Gegend näher an. Gibt es hier noch irgendwas, was glänzt? Irgendwas, was wir übersehen könnten? Lied.
Dann speichern wir hier nochmal ab. Wer weiß, ob das Spiel ausfallen könnte. Wir wissen es ja nicht. Konsolentitel fallen ja gerne mal aus. Ich kann mich nicht erinnern, ob das Spiel jemals ausgefallen ist. Aber es könnte natürlich der Grund dafür sein, gewesen sein, dass ich aufgehört habe. Denn normalerweise, wenn etwas ausfällt und ich dann stundenlang vorher nicht gespeichert habe, habe ich keinen Bock mehr. Natürlich nicht beim Let's Play. Beim Let's Play ist mir das schon oft passiert, dass ich stundenlang gespielt habe und dann quasi nochmal alles neu aufnehmen musste. Siehst du irgendwas? Ja, ich sehe immer da. Naja. Oder hier. Hier. Sina. Hey. Was? Der Typ da drüben. Der lebt noch. Wirklich? Hey, du! Ja, was ist los? Wo sind die anderen? Bist du allein? Wie ist dein Name? Deine Einheit? Leutnant Keim Argonar, Kommandant 17. Zug, Panzermagietruppe. Ein Wunder, dass sie noch leben. Kommen Sie, hier entlang. Kein Wunder. Sie glauben, dass jemand überlebt hat. Unfassbar, dass er das überlebt hat. Das gibt's da gar nicht. Da wären wir. Sie wollen uns abholen. Ich klaue erstmal die Truhen hier zusammen. Was haben wir denn hier drin? Wetzsteine. Ringfertigung, natürlich. Du kannst die Ringe für das Zielsystem mit Hilfe der Ringfertigung erstellen. Denk daran, du brauchst Komponenten für die Ringfertigung. Es gibt viele verschiedene Komponenten, die du im Kampf gewinnen oder in Schatzkisten oder Geschäften finden kannst. Auch der Ring selbst kann als Komponente verwendet werden. Im Ringfertigungsmenü findest du eine Liste mit Ringformeln. Wenn du die erforderlichen Komponenten hast, kannst du sofort Ringe anfertigen. Sieh im Ringfertigkeitsmenü nach, was dir neu gefundene Komponenten bringen. Wenn du neue Komponente erhältst, bekommst du auch neue Ringformeln. Mit der X-Taste kannst du die Ringformeln filtern. Sieh dir die Formeln an, wenn du neue Komponenten enthältst. Nein, nicht nochmal angucken. Wir gucken einmal kurz rein. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Ringfertigung. Ah doch, Ultraring. Einschlägerring und Schutz. Engelerz. Wir können auf jeden Fall einen zweiten Schlägerring anfertigen. Für andere Charaktere, wenn wir andere Charaktere haben. Aber bisher unnötig. Wir plündern erstmal diese Truhe. Und kriegen einen Engelschwinge. Jawohl. Wir laufen nochmal zurück, falls wir irgendwas verpasst haben. Ich weiß es ja nicht. Die haben uns ja einfach fortgeschafft. Und dass wir durchsuchen konnten. Siehst du? Und schon haben wir es verpasst. Heilungsmedizin. Sehr schön. Hier wird alles von mir durchsucht. Akribisch. Manakraut. Alles kann uns helfen, dieses Spiel leichter zu bewältigen. Denn es ist nicht wirklich leicht, das Spiel. Hier sind wir wieder beim Savepoint. Das heißt, ab sofort können wir wieder zurücklaufen. Und den Rest machen. Na los, Keim. Wollen wir mal abhauen, ne? Es sei denn, hier ist noch irgendwas zu finden. Nein, ich will nicht einsteigen. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir irgendwas hier zum Looten? Irgendwas Geheimnisvolles. Irgendwas, was uns was bringt. Können wir mit denen reden? Nein. Wir können aber verflucht schnell fahren. Na gut. In den Panzerwagen einsteigen. Rückzug, Bewegung! Ura-Truppen, Panzerfahrzeug. Von wegen, es gibt keine Überlebenden. Was ist denn mit denen hier? Die werden noch behandelt. Hallo, my lady. Das ist Offizier Seth Balmore, 43. Magiedivision. Genau wie du. Ist ebenfalls heil rausgekommen. Also ihr beide habt wirklich Glück gehabt. Hey, ich...
Wenn man so alte Spiele spielt, merkt man, dass die FPS nicht so wirklich hoch waren damals, ne? Es ruckelt ein bisschen. Ist nicht so flüssig, wie man das kennt. Wobei ich ja auch vor kurzem erst Xbox One gespielt habe und das ist ja ein riesiger Unterschied zu dem, was es früher gab. Stellt euch dieses Spiel auf der Xbox One vor, das wäre awesome. Die magische Republik Ura. Hier steigen Sie aus, Leutnant. Der Rat möchte den Überlebenden sprechen, Sir. Nein, Sie nicht, Offizier Belmont. Hey, ich hab auch überlebt. Der Rat hat nur Leutnant Argonar gerufen. Hinsetzen und Mund halten. Sehr nett. Da stimmt doch was nicht. Hier lang, Leutnant. Okay, wir werden gerufen. Aus welchem Grund auch immer. Wir werden es hoffentlich erfahren. Da wären wir also. Wir müssen jetzt da hinten hinlaufen, aber es gibt noch einiges zu durchsuchen. Wettstein. Sehr schön. Und 10 G erhalten. Gut, das ist jetzt nicht wunderschön, aber zumindest etwas. Magma-Fragment, jawohl. Finden wir gut Komponenten für Ringe. Und Mana-Kraut, das können wir jederzeit gebrauchen. Wir müssen die Gegend ordentlich untersuchen, um alles zu finden, was wir finden können. Um es auch zu benutzen. Wir können auch hier hochklettern, das ist gut. Da könnte auch noch irgendwas versteckt sein. Gehen wir erstmal hoch. Wir haben ja noch genug Zeit, die Story zu erkennen. Und von daher macht das nichts, wenn wir ein bisschen noch suchen. Hier ist noch was zum Treten. Ein Samen. Und da können wir auch schon absteigen, ne? Ja, mehr gab es hier nicht außer ein Samen. Obwohl, hier ist noch was zum Treten. Achso, das ist dasselbe Ding. Das können wir immer wieder treten. Ich verstehe. Dann lass uns mal wieder runterklettern. Somit haben wir hier auch alles geholt. Und dann gucken wir nochmal, was hier hinten ist, bevor wir dann abhauen. Hey, du wurdest... Hey du, wurdest du nicht vor dem Rad geladen? Du machst dich besser schnell auf dem Weg. Ich glaube, da hinten geht's zur Stadt, deswegen können wir da noch nicht hin. Also bewegen wir unseren Hintern natürlich in Richtung Rad, um denen mal zu sagen, wer hier der Boss ist. Und unterwegs sammeln wir alles auf, was wir finden können. Es gibt natürlich immer zwischendurch Geschichten und kleine Mini-Quests, die man machen kann. Ich glaube, hier konnten wir irgendwo einen Helm finden, der hier irgendwo versteckt war. Huch. Wo wollte ich hierher? Was mache ich denn hier? Nee, ich weiß, dass ich zum Fahrstuhl muss. Aber was soll das hier? Hier kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen also zurück. Das ist überhaupt das perfekte Spiel für mich, weil wir hier viel erkunden können. Und viel finden können, viel looten. Und die Kämpfe sind auch sehr amüsant, muss ich sagen. Noch sind sie recht einfach gestrickt. Später, wenn wir mehrere Leute sind, könnte es ein bisschen kniffliger werden. Gerade auch, wenn die Stärkeren verschwinden, wie es gerne in solchen Spielen ist. Und nur die Schwachen zurückkommen. Hallo du.
Na gut, gehen wir erstmal hoch. So, Ladies, ihr könnt schon mal vorgehen. Ich werde schauen, was es hier noch so gibt in der Nähe. Bin mir sicher, dass es hier irgendwo einen Arbeiter gab, der sich beschwert hat, dass er seinen Helm verloren hat. Na, gehen wir erstmal weiter. Wir können jederzeit wieder zurückkommen. Vielleicht kommt es erst später. Ein Schienenbahn, Bahnhof am großen Tor. Hey du, hast du den Helm verloren? Nein? Schade. Die Schienenfahrzeuge hier wurden außer Betrieb gesetzt. Huch. Ich glaube, ich sollte da sogar rein. Im Inneren der Einschienenbahn. Hey, sind Sie nicht dieser Soldat, der nicht sterben kann? Ganz genau. Die 17. Division? Die war doch an der Front. Lag mitten im Wohlhochland. Niemand hätte diesen Meteoriteneinschlag überleben können. Aber Sie haben keinen Kratzer. Tut mir leid, Leutnant, aber es ist zu seltsam. Die paar, die wir retten konnten, waren weit vom Zentrum des Einschlags entfernt und selbst die waren schwer verletzt. Es ist nur schwer zu glauben, dass jemand dieses Inferno überlebt hat. Dann glaub's nicht. Das hört der Rat sicher nicht gern. Sagen Sie schon, wie war das möglich? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier für Leute? Microsoft Game Studios presents Mistwalker Production. Developed by Feel Plus. Ein sehr schönes Spiel. Lost Odyssey.
Vor 30 Jahren offenbarte sich eine neue Macht auf der Erde. Mit ihr kam die magisch-industrielle Revolution. Sie wurde als magische Energie bekannt. Bis heute kann keiner erklären, warum diese Macht, eine Macht, die in allen lebenden Wesen nur verborgen lag, plötzlich so aufblühte. Heute durchdringt diese magische Energie die verborgensten Ecken der Welt. Sie hat die Lebensweise der Menschen verändert, die Industrie reformiert und sogar die Natur des Krieges verwandelt. Rat von Ura im Inneren der Kapelle. Ist es wahr, dass Kent einen Waffenstillstand will? Jawohl, es wurden genug Männer für das Wohlhochland angeheuert und fast alle Kent-Truppen wurden vernichtet. Sie haben den Krieg begonnen. Sie sollen auch zuerst weichen. Wir haben außerdem sehr viele Truppen verloren. Würden die Goza uns jetzt angreifen, nach diesen gewaltigen Verlusten, könnten wir unser Land nicht mehr verteidigen. Außerdem geht das Gerücht, dass die Goza hinter der Invasion stecken. Warum sollten denn die Goza beteiligt sein? Wir wissen, dass eine große Menge Militärausrüstung von Goza nach Kent gebracht wurde. Darüber hinaus nehmen wir an, dass Goza Kent benutzen will, um Unruhe zu stiften und Ura zu schwächen. Dann war selbst der Meteoriteneinschlag von Goza geplant? Exzellenz, ich fürchte, ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Wir vermuten, dass der große Stab irgendwie den Einschlag verursacht hat. Großer Stab. Es ist nicht das erste Mal, dass mir Berichte darüber zu Ohren kommen. Wir wissen es nicht genau, aber magische Energie könnte aus dem großen Stab ausgetreten sein. Diese hat etwas im All ausgelöst und zu dieser Katastrophe geführt. Gongora! Ja, Hoheit. Der große Stab fällt in deine Zuständigkeit. Hast du etwas dazu zu sagen? Nein, im Moment nicht. Woher stammt diese Information? Der Bau des großen Stabs geht reibungslos voran. Jetzt, da die Ura-Truppen so schwere Verluste erlitten haben, sehe ich keine andere Möglichkeit, als unser Land durch die magische Energie des großen Stabs zu schützen. Wir sollten nicht über die Vor- und Nachteile der Maschine diskutieren, ohne uns über die aktuelle Weltlage im Klaren zu sein. Das klingt vernünftig. Aber der Einsatz magischer Energie ist ein zweischneidiges Schwert. In Anbetracht dieser Gerüchte sollten wir den Bau des großen Stabs vielleicht stoppen. Was? Nur vorübergehend. Sobald klar ist, dass der große Stab nichts mit dem Meteoriteneinschlag zu tun hat, geht der Bau unverzüglich weiter, Gongora. Tja, Eisenbahn, Zentralbahnhof. Da sind wir wieder. Aber nicht für lange, denn wir werden diese Folge hier beenden und sehen uns dementsprechend morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh, was leuchtet hier? Gravierter Ring. Danke. Tschüss.